der einer maßlosen Hochfinanz degenerieren lassen. Und das werden wir nun büßen. Lassen Sie mich wieder am Beispiel des Landwirts darstellen, wie dies aussieht. Was nützt es dem Landwirt, wenn er jetzt sein Heil darin sucht, immer größer zu werden? Denn es wird ihm gesagt, nur bei größeren Einheiten kannst du noch überleben. Denn im Grunde muss er sein Saatgut vor der Ernte und beim Verkauf seiner Ernte wird er in der Hand der Monopole ausgenommen, ob er kleiner oder größer ist, meine Damen und Herren. Der Mittelstand kann nur überleben, wenn er freien Wettbewerb und Chancengleichheit hat. Dies ist nicht mehr gegeben, dies haben die großen Finanzmonopole ausgehebelt, die Marktwirtschaft, die den Mittelstand überleben und wohlhabend werden ließ, existiert nicht mehr. Beispiel Einzelhandel. Wir haben eine Untersuchung gemacht, weshalb etwa 400.000 Einzelhändler in Deutschland eingegangen sind. Obwohl uns die Kunden behaupteten, bei den Einzelhändlern würden sie besser einkaufen und besser beraten sein, lieber einkaufen. Meine Damen und Herren, sie kaufen aber nicht ein, denn die großen Konzerne können billiger liefern. Sie können mit Marktmacht andere Konditionen erpressen als ein selbstständiger Einzelhändler. 17% Differenz beim Einkauf bedeutet, dass der Kleine überhaupt nicht mehr anzutreten hat, denn er kann diese Differenz nicht mehr ausgleichen. Das heißt also, die Zentralisierung und Monopolisierung hat auch im Einzelhandel den Mittelstand abgetötet. Ich glaube, dass wir vor einer großen Korrektur stehen. Lesen Sie es nach, wir haben es Ihnen auch geschrieben. Dies hat den großen Vorteil, dass wir möglicherweise auch vor einer Situation stehen, dass die Bevölkerung die derzeitigen Machthaber in der Wirtschaft und der Hochfinanz nicht mehr erträgt, dass die Bevölkerung Änderungen erzwingt. Das wird nicht friedlich abgehen. Meine Damen und Herren, was wird passieren, wenn wir denen, die zum Zwecke der Sozialhilfe zu uns gekommen sind, die Sozialhilfe nicht mehr leisten können? Zurück können sie auch nicht, es ist eine Weltwirtschaftskrise. Das heißt, hier wird es große Überraschungen geben. Wir können nur hoffen, dass wir mit einer Rückgewinnung nationaler Souveränität und deshalb auch nationalen Handlungsrahmens diese neue Situation dann wieder bestehen können. Die Krise ist insofern vielleicht eine große Regeneration, wie der Winter notwendig ist für den Frühling und den nächsten Sommer. Und es hat immer solche Regenerationsphasen gegeben. Ich glaube, dass dies auch diesmal der Fall ist. Letzte Frage. Was könnten Sie selbst tun, um dieser Situation für Ihre persönliche Vermögensanlage zu begegnen? Meine Damen und Herren, das Erste ist, wenn Sie es glauben, was ich Ihnen sage, sonst lesen Sie es nach, dass wir in einem Geldbetrug leben, dann müssen Sie raus aus monetären Werten. Was Sie immer an monetären Werten haben, geht in der Krise 80-90% kaputt. Wer also sein Leben auf Papier aufbaut, der wird auch im Papier bleiben. Also rechtzeitig, solange es möglich ist, aus Papier, aus monetären Anlagen in Sachwerte. Zweitens, wer Schulden hat, sollte versuchen, die Schulden rechtzeitig zurückzuzahlen. Warum? Wenn wir vor einer Krise stehen und die Zinsen stark steigen, dann werden diejenigen, die Schulden bezahlen müssen, ein niedrigeres verfügbares Einkommen haben als diejenigen, die keine Schulden zu zahlen haben. Also versuchen Sie, Schulden zurückzuzahlen. Wenn Sie sie nicht zurückzahlen können, dann versuchen Sie schon jetzt eiligst eine Verlängerung Ihrer Kredite mit Festzins zu erreichen. Noch haben wir niedrige Zinsen. In einem oder zwei Jahren werden Sie ganz andere Zinsen erleben und wer dann versäumt hat, sich bei der Bank eine
Prolongation des Kredits mit niedrigen Zinsen zu erreichen, wird dann der Verlierer sein. Drittens, wer im eigenen Haus, schuldenfreien Haus sitzt, wird König sein. Denn er wird nicht Miete zu zahlen haben und er hat immer ein höheres verfügbares Einkommen als andere, die Miete zu zahlen haben. Das heißt, auch hier können wir eine Vorsicht haben. Vielleicht haben Sie es schon richtig gemacht. Viertens, gehen Sie, wenn Sie nicht Sachwerte bekommen können, halten Sie Liquidität. Warum? Wenn die Krise kommt und die Inflation noch nicht läuft, nicht richtig läuft, können Sie Schnäppchen kaufen. Können Sie also das, was andere nicht mehr halten können, zu billigem Preis aufkaufen. Das heißt, die Krise ist auch immer eine unternehmerische Chance. Mit anderen Worten, wir stehen vor einer Situation, die dramatische Änderungen wohl mit sich bringt, in der wir auch völlig umdenken müssen. Und je eher wir das tun und je mehr dies tun, desto besser kommen wir durch. Wir kommen in Europa sowieso besser durch als die Amerikaner. In der ersten Weltwirtschaftskrise waren die Amerikaner die Gläubiger der Welt und deshalb haben sie weniger Krise gehabt als die Europäer. Heute sind die Amerikaner der Schuldner der Welt und werden möglicherweise die Europäer etwas besser rauskommen als die Amerikaner. Sorgen Sie dafür durch eigenes Verhalten, dass Sie am besten rauskommen. Dankeschön. Thank you.